Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Stationeers. So. Ich bin jetzt gerade nicht im Bilde, ob die Folge jetzt hier am gleichen Tag kommt oder am nächsten Tag. Also, wie die vorherige. Wenn es der nächste Tag ist, dann hallo zu einem neuen Tag Stationeers Spaß. Und wenn es der gleiche Tag ist, dann ja, schön, dass ihr noch da seid. Oder so, keine Ahnung. Ich suche immer noch Wasser. Eis. Wassereis. Und das mit dem Eis ist so ein bisschen. Eis ist so ein bisschen Mangelware hier. Habe ich so das Gefühl. Also Sauerstoff finden wir relativ viel. Volatil und Eisen eigentlich alles in relativ hohen Stückzahlen. Aber zum Beispiel Uran ist etwas seltener. Brauchen wir aber nicht. Und eben Eis hier. Wassereis. Und das ist hier auch relativ selten. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, von da komme ich, oder? Das müsste wieder... Das ist kein Eis, nein. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hier rumfliege, wie weit ich von zu Hause weg bin, aber wir haben ja den Tracker, haben wir ja hier. Da können wir einfach so umschalten. Umschalten. Und hier, 700 Meter sind wir weg. Okay. Das ist jetzt ja noch nicht so weit. Da können wir noch ein bisschen fliegen. Fliegen wir mal in diese Richtung. Ist das Eis? Oh ja. Ist das auch Eis? Ja. Ist hier drunter auch überall Eis? Sehr gut. Ja, man muss auch auf kleine Anzeichen von Eis achten. Hier mal ein bisschen größer. Deine Gürtel ist dann bald voll. Aber das reicht natürlich noch lange nicht. Wir haben da ja schon eine ganz schöne Kapazität. An diesen vier Tanks, die wir da haben. Und ich will auch nicht wissen, was die Pflanzen alles wegsaufen. Also wenn wir da unsere lecker Gemüse und so anbauen, die werden da wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit alles wegsaufen. Die vier Tanks leer nuckeln. Scheint ein gutes Stück zu sein. Wobei, da kommt jetzt irgendwie nichts mehr. So, was sagt der Beacon? Dann fliegen wir mal in diese Richtung weiter. Ja, da haben wir Sauerstoff. Ist das Eis? Ja, das ist Eis. Sehr fein. So,
Also wunderbar, der erste Gürtel ist gleich voll. Naja. Da ist Eis. Sehr gut. Wir mal gucken, ob wir da vielleicht unterirdisch auch noch ein bisschen mehr haben. So, jetzt ist der eine Gürtel voll. Dann ziehen wir mal den anderen an. Also ich würde schon beide Gürtel voll machen. Denn wie gesagt, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Pflanzen dann einiges wegsaufen. Und es bleibt ja nicht bei diesen vier Pflanzkörben, die ich da im Inventar habe. Das war ja nur, das ist ja nur zum Testen quasi, wie das Ganze funktioniert. Wir haben ja eine riesige Pflanzenhalle. Also das Greenhouse, der Green Room ist ja riesengroß eigentlich. Also da haben wir schon viel Kapazität für sehr viele Pflanzen. Vielleicht werden wir ja auch zum Lebensmitteldosen-Großkonzern. Könnte auch sein. Zum Lebensmittelgroßhersteller. So, hier jetzt auch noch schöne große Klumpen. Schöne Ader hier. Wunderbar, so mag ich das. Zeigt es auch noch irgendwo was an. Zumindest hat es das gerade kurz. Oh, hier. Schön. Wunderbar. Lecker, toll. Frisches Eis. Eis, Baby. Ja, ist schon mühselig, wenn man nicht mehr die Sachen drucken kann. Ah, gut, ja, die Mods scheinen ja wieder zu funktionieren. Ah ja, hier, Mr. Amos, David, ich weiß nicht, meine Mods habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ob sie funktionieren. Wenn deine Mods nicht mehr funktionieren, dann weiß ich nicht. Also, ich mache jetzt nicht mehr mit Mods. Ich mache das jetzt noch voll so. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier noch so weitergeht. Also, ich habe nicht vor, das Spiel 4-5 Jahre lang am Stück zu spielen. Also, gut, wir sind jetzt noch nicht bei einem halben Jahr, aber trotzdem. Es ist jetzt schon, also, es macht noch Spaß, ja, das definitiv. Aber es macht nicht mehr ganz so viel Spaß wie am Anfang. Sagen wir es mal so. Vorsichtig ausgedrückt. Beziehungsweise habe ich so das Gefühl, dass in nächster Zeit ziemlich geile Spiele rauskommen. Was natürlich dann auch wieder so eine Sache ist mit so einer schlechten Grafikkarte. Also, ich weiß auch nicht. Aber es ist, wie es immer ist, wenn plötzlich keine Folgen mehr kommen, dann liegt das daran, dass ich einfach absolut keinen Bock mehr hatte und dann das Ganze
abgebrochen habe, beziehungsweise habe ruhen lassen oder warte auf Updates oder. Aber meistens ist es einfach so, dass halt das Spiel dann irgendwann ja, fertig gespielt ist. Also da fehlt dann das Interesse, da ist dann habe ich dann einfach keinen Bock mehr weiterzuspielen und möchte mich dann lieber etwas Neuem widmen. Und wenn zum Beispiel GTA 6 kommt, dann ist sowieso rum mit allen anderen Spielen. Dann ist erstmal GTA 6. Denn da warte ich drauf. Und ich habe auch auf GTA 5 gewartet. 2 Jahre lang. Und es war geil. Naja. Wo geht's denn hier raus? Ich glaube, hier ist nicht mehr viel. Wo war das mit dem Beacon? Da. Fliegen wir mal weiter. Weiter weg von zu Hause. Der Anzug, die Anzugbatterie ist bald leer. Naja, 40% noch. Bald würde ich mal nicht sagen. Ja, denn es ist halt immer so, irgendwann verliert man dann die Lust an manchen Spielen. Zum Beispiel Ranch Sim. Für den einen oder anderen, der jetzt gerade hier zuschaut, der Ranch Sim bei mir sehr gern geschaut hat. Ich werde nicht mehr Ranch Sim spielen. Ich habe hier den Ordner noch, tatsächlich. Aber ich werde den löschen, denn wenn ich nur dran denke, selbst Updates hin oder her, ich habe einfach... Was ist das denn? Kobalt. Ich habe einfach zu viele Stunden Ranch Sim auf dem Buckel. Und ich bin es einfach leid. Also ich schaue lieber nach einem anderen Spiel, anstatt dass ich nochmal Ranch Sim spielen werde. Das Thema ist bei mir durch. Vielleicht in einem Jahr mal wieder oder in 2 oder weiß ich nicht. Also wirklich in langer Zeit, aber Ranch Sim, da ist erstmal, da geht nichts mehr. Da ist erstmal fertig. Und ja, andere Spiele, wie gesagt, da kommt immer mal was Neues dazu. Stationeers war auch einfach so ein Glücksgriff, beziehungsweise Glücksgriff war ja mein Kollege, der gesagt hat, hier, probier das doch mal. Und dafür danke ich ihm immer noch, denn das hat mich ja jetzt hier echt gut gefesselt. Über lange Zeit. Und vielleicht, also bisher, es geht ja noch. Also ich werde schon noch ein bisschen weitermachen, hoffe ich mal. Was haben wir hier? Ich müsste halt auch wieder regelmäßiger spielen, das Oxid, ne? Ja. Aber das ist im Moment gerade echt schwierig. Es ist auch das Wetter, das macht mich fertig. Und in der Arbeit ist gerade echt viel los. Da bin ich auch abends ziemlich groggy. Und dann ist es halt die Muse, ne? Also die Muse gehört dazu. Ich muss irgendwie Lust haben. Ich muss Bock haben, hinzusitzen und zu zocken. Aber in letzter Zeit habe ich irgendwie eher Bock, hinzusitzen und YouTube-Videos zu gucken. Die Füße hochzulegen. Nebenher was zu essen oder irgendwie so. Oder auf Prime irgendwas zu schauen. Mit hochgelegten Füßen. Ja, das ist halt, ja. Wenn die Muse nicht da ist. Aber dann brauche ich auch nicht mich zwingen oder so. Das hat dann überhaupt gar keinen Wert. Deswegen seht's mir nach. Ihr werdet es wohl überleben, wenn mal ein Tag nichts kommt. Oder auch mal 2 oder 3 oder 4 Tage. Aber meistens kommt die Muse relativ schnell wieder zurück. Und ich habe ja auch ein paar YouTuber abonniert, die ich deren Videos ich verfolge. Ja, mein Gott, und da kommt auch manchmal, also sind jetzt nicht Let's Player, sondern sind jetzt eher andere, so Lifestyle-Videos und Videos über Elektromobilität und Videos über
was ist das? Ja, der Jörg Sprave zum Beispiel. Ja, da ist links, ist den Slingshot-Channel und so Späße einfach so. Und ja, das, da kommt auch nur alle 3-4 Wochen mal ein Video. Und da sitze ich dann auch nicht da und sage, ey, was ist los? Ich brauche Video, ich kann sonst nicht überleben. Ah. Dafür gibt es ja TikTok, da kommt dann doch ein bisschen mehr rum. Wenn man schnell mal irgendwelche Unterhaltung haben will, wobei das absolut in meinen Augen keine Unterhaltung ist, sondern einfach nur zum Zeitverdrödeln auf dem Klo oder so. Also TikTok ist so Klo-Lektüre, sag ich mal. Naja. Egal. Also wie gesagt, wenn mal keine Folgen mehr kommen, dann einfach im Auge behalten. Und den Community-Tab vor allem. Den Community-Tab auf meinem Kanal. Also wenn man da, kann man ja oben auf Videos gehen, Playlists und so weiter. Und da gibt es einen Tab, einen Reiter, so ein Teil zum Anklicken. Das heißt Community. Das ist der Community-Tab und da kann ich Sachen posten. Auf die Schnelle, das tue ich auch. Ab und zu. Warum denn schon wieder? Nein! Schmeiß doch das Ding nicht weg. Was ist denn mit dir? Mal Licht ausmachen. Strom sparen. Ja, also auf dem Community-Tab. Da poste ich schon ab und zu mal irgendwelche Neuigkeiten, Fotos, Infos, was auch immer. Und da würde ich dann wahrscheinlich auch, wenn wirklich gar kein Stationeers mehr kommt, würde ich da dann wahrscheinlich reinposten. So, hey Freunde, boah, tut mir leid, aber ich habe gar keinen Bock mehr oder jetzt kommt was Neues oder irgendwie so. Sowas poste ich meistens in dem Community-Tab. Also da ruhig auch ab und zu mal reinschauen. Das ist auch, wenn ihr die Glocke abonniert, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Also, ja, wenn es neue Videos gibt, ist ja meistens so, dass man da so einen roten Punkt hat. Huch, was mache ich denn? Ja, das wollte ich. Sowohl auf dem Handy, beziehungsweise auch auf dem Rechner, hat man auch diesen roten Punkt bei meinem Kanal, dass es da irgendwas Neues gibt. Aber wenn man dann die Glocke neben dem Abonnieren-Dingens da, ist irgendwo die Glocke, die auch noch anmacht, dann kriegt man, glaube ich, eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, wenn was Neues kommt. Und wenn das der Fall sein sollte und ihr aber kein Video seht, also bei den letzten Aktivitäten oder wie das heißt, dann einfach mal in den Community-Tab reinschauen, weil dann habe ich wahrscheinlich was in dem Community-Tab gepostet und ja, das wird nicht separat irgendwie angezeigt, dass es im Community-Tab eine Nachricht ist oder ein Bild oder was auch immer, eine Message an alle, sondern das gilt dann immer. Ja, man denkt halt, es ist ein neues Video, weil dieser rote Punkt da ist und dann geht man rein, da ist da kein neues Video. Aber wenn man dann, wie gesagt, im Community-Tab schaut, dann findet man da dann die neuesten Infos von mir für euch frisch aufbereitet. Oder frische, ja, aus meinem kranken Hirn für euch zusammengetragen. Naja, aber gerade so, wenn es jetzt irgendwas Neues gibt oder wenn irgendwas komplett wegfällt, oder ich wegen irgendwas nicht dazukomme. Manchmal habe ich auch reingeschrieben, dass wenn irgendwas los war, wo echt viel Zeit gekostet hat, dass ich dann einfach da damit beschäftigt war und deswegen nicht zum Aufnehmen kam. Aber es trotzdem dann und dann weitergeht. Manchmal kann ich sogar genau planen, wann es dann weitergeht. Kann euch das dann auch nennen. Also ruhig gern immer mal wieder in den Community-Tab reinschauen und vor allem, wenn eine Meldung kommt, dass irgendwas auf dem Kanal passiert ist, aber kein neues Video da ist. Dann auf jeden Fall in den Community-Tab schauen, dann ist es nämlich das. Weil sonst kriegt man sonst keine Meldungen vom Kanal, außer eben über neue Videos oder den Community-Tab. Gut. Dann ist das auch mal gesagt. Dann hoffe ich, dass dieses Video viele Leute anschauen. Muss ich es irgendwie so nennen, dass die Leute auch
sich das antun, mich hier bei meinen zu unterstützen, quasi hier beim Wasser meinen, nicht irgendwas anderes. Ja. Und sich das trotzdem anschauen. So, weißt du was? Den schmeißen wir weg und wir fliegen mal wieder Richtung Heimat. Wir sind 1,5 Kilometer von zu Hause weg. Und dann finde ich nämlich da bestimmt noch mal was. Das Oxid. Bestimmt läuft mir gleich hier noch mal Eis über den Weg. Denn es fehlt nicht mal viel. Das da vielleicht? Nein. Das da vielleicht? Ja. Schön glatt. Na toll. Ah, es war jetzt nicht sehr viel. Zwei. Der Gürtel ist voll bis auf zwei. Bis auf 48. Da sehe ich doch mal was. Oh ja. Oh ja, sehr gut. Mehr bitte. Bitte mehr. Okay, wir sind voll. Wir sind voll, sehr gut. Ich flieg mal ganz nach oben. So. Gut, dann fliegen wir mal nach Hause. Schneller fliegen kann ich nicht, ne? Da bräuchte ich den schnelleren, den besseren Jetpack. Da könnten wir wohl sehr viel schneller fliegen. Aber für den müsste ich erstmal noch Stellite, glaube ich. Stellite oder wie es heißt, einschmelzen. Oder irgendwas anderes, rohes, wenig vorhandenes. Irgendwas Neues. Ja, ich glaube, Stellite, irgendwie sowas war es. Sollte ich demnächst vielleicht mal einen Angriff nehmen, für wenn wir jetzt öfters mal weitere Reisen tätigen, so wie das hier, dass wir dann auf jeden Fall schneller fliegen können. Denn der ist wohl deutlich schneller, der MK2 Jetpack. MK2, was heißt eigentlich MK2? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hat das einen bestimmten... Also es ist ja oft so, MK2 Förderbänder bei Satisfactory, MK2 Sachen hier. Was heißt MK? Manufacturing Count? Nein, das wäre dann MC. Was heißt MK? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, was es bedeuten könnte. Vielleicht ist es was ganz Simples, Einfaches. Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Da kommt plötzlich ein Sturm daher. Na gut, dann laufen wir halt den Rest. Denn fliegen ist da nicht. Im Sturm? Ja, das tut mir jetzt leid, dass es jetzt etwas länger dauert.
Wie sieht's aus? Essen, Trinken 31% und 35%, ja. Boah, die läuft halt auch echt langsam, muss ich schon zugeben. Noch 810 Meter. Und es wird, glaube ich, jetzt gerade dunkel auch, ne? Ja, minus 14 Grad. Es wird Nacht. Aber ich kann jetzt halt nicht mehr mit dem Jetpack fliegen. Da ist einfach nur ganz schnell das Jetpack leer und wir kommen nicht wirklich schneller voran als mit Laufen. Und vor allem eine falsche Bewegung und wir fliegen einfach mal voll in die falsche Richtung. Hier ist auch nochmal Eis. Ja, tatsächlich. Naja, jetzt ist egal. Jetzt haben wir voll. 700 Meter noch bis nach Hause. Kann ich so lange an meinen Finger rumfressen. Irgendwelche Eckchen abnagen. Also ich bin kein Fingernagel-Mampfer, also meine Fingernägel. Moment, ich kann sie mal zeigen. Meine schönen Fingernägel. Sieht man jetzt gar nicht, weil das Licht... Also ganz normale Fingernägel. Naja, sieht man nicht. Aber ich bin kein Fingernagelkauer oder so. Ich tue nur ab und zu mal diese Ecken. Da hat man ja manchmal diese Hutecken. Die mampfe ich manchmal weg, dass die nicht einreißen. Aber ich esse mich dann auch nicht. Ich spuck mich aus. Es gibt ja Leute, die essen sich dann. Die trinken ihr Blut und essen ihre Hautstücke und essen Popel. Das schüttelt mich. Geht Popel fressen. Das ist, als würde das bei dem Auto den Luftfilter ausbauen und dran rumschlecken. Boah. Digit. Naja, egal. Solche Leute gibt es leider. Die sich selber gerne verspeisen. Erinnert mich an eine Simpsons-Folge, als Homer angefangen hat, sich zu essen. Nicht gut. Gar nicht gut. Boah, ist das ein übler Sturm. Noch 500 Meter, dann haben wir es geschafft. Oh. Und dann muss ich, glaube ich, auch mal hier Schluss machen für heute. Boah, jetzt müssen wir hier auch noch einen Berg hoch. Boah, ist das anstrengend. Das sieht schon anstrengend aus, was die hier macht. Aber jetzt hier mit dem Jetpack rumzufliegen, das wäre, glaube ich, echt kontraproduktiv. Ah, hier im Sturm sind es gerade mal so minus 23 Grad, sehe ich gerade. Eigentlich echt nicht so kalt. Ich meine, gut, minus 23 Grad ist schon eine Hausnummer, ja. Aber im Vergleich zu minus 76, die wir hier normalerweise haben, geht das eigentlich. Nur was mir auch auffällt, ich sollte vielleicht die Batterie meines Anzugs im Blick behalten. Denn wenn die Batterie leer ist, dann sind wir blind. So. Ich meine, theoretisch möglich, ja. Aber wir sind nicht nur blind, wir erfrieren dann auch. Ich könnte ja auch einfach mal so weiterlaufen.
Bringt sowieso nichts mit Licht. Hunger, caution. So, jetzt haben wir auch noch Hunger. Aber wir haben nichts mehr zu fressen. Was war das? Bin ich irgendwo reingefallen oder hat mich gerade irgendwas angerempelt? Ich sehe halt auch... Oh oh. Ah ja, 19%. Geht doch noch. So, was ist jetzt? So. Ach komm, scheiß drauf. Ich lasse das Licht an. Ich möchte nicht in lauter Löcher reinfallen. Also ihr bleibt jetzt so lange bei mir, bis wir wieder da bei der Basis sind, okay? Bei der Halle. Muss man anders hinsitzen. Neuen Stuhl brauche ich nämlich auch. Der ist ja neu, der... Ah, das ist ein totaler Scheißstuhl. Ich nenne jetzt keine Marke, aber er war günstig. Der war im Angebot für 130 Euro oder so. Das ist auch viel Geld für einen Stuhl, aber er ist hart und unbequem und... Also das nächste Mal für den nächsten Stuhl gehe ich in den Laden und setze mich mal drauf. Oh, das ist nicht gut. Power Critical ist nicht gut. Oh, 10%. Dann lassen wir mal die Lampe aus, ha? Huh? Sonst sterbe ich auf den letzten 50 Metern, sterbe ich noch an Erfrieren oder so. Das muss nur wirklich nicht sein. Ich habe jetzt so viel Wasser dabei. Und bevor wir an Hydration sterben, machen wir doch mal so. Trinken mal das Ding hier schnell leer. Okay, das hat jetzt getränkmäßig nicht viel gebracht. Aber wir haben ja auch, wie gesagt, nichts mehr zu essen. Außentemperatur minus 18 Grad. Wir sind nur noch 84 Meter vom Beacon entfernt und ich sehe meine Halle nicht leuchten. Achso, klar, weil es stürmt wie blöde. Da leuchtet doch irgendwas. Da ist doch... Oh, jetzt ist Sturm vorbei. Sehr gut. Nichts wie schnell nach Hause. Was ist das hier? Läuft hier noch irgendwas oder warum ist hier? Warum fliegen hier so Dinge rum? So. Raus mit dem Gift. Und rein in die gute Stube. Wunderbar. So, jetzt waren wir ja doch relativ lang unterwegs. Jetzt machen wir das hier wieder rein und das hier wieder rein. Tauschen wir mal eben die Batterie aus. Nein. Wobei, wenn ich den Anzug weglege, wird die ja sowieso geladen. Ist aber egal. Dann trinken wir nochmal richtig was. Zu essen haben wir leider nichts mehr. Also da muss sie jetzt leider etwas hungern, die Gute. So, wir haben 21 Grad, es wird zu warm.
Wir machen auf minus 50. So, dann möchte ich jetzt testen, was mit dem Wasser passiert. Dann brauchen wir hier, brauchen wir den Atmos Analyzer. Können wir hier aufs Rohr gehen, sehr gut. Machen wir mal an. Testen wir mal. So, wir sind bei wenigen Kilopascal nur. Und die Temperatur liegt bei 0 Grad. Dadurch, dass der Raum komplett zu ist, nur 300 Kilopascal, das ist sehr wenig, könnte es natürlich sein, dass sich der Raum ziemlich aufheizt. Sollte ich vielleicht tatsächlich ein Fenster draußen lassen. Falls es dann hier irgendwie zu warm werden sollte. H2O, sehr gut. Also da können wir jetzt ganz schön was reinschmeißen. Das N geht ja raus, wunderbar. Und das Wasser geht in die Tanks. Ist auch nicht allzu kalt, oder? Minus 0, Grad. Nö, das... Das sollte passen. Dass sich das hier schön aufwärmt. So, wo ist denn mein Gürtel? Ah, mein Ohr juckt. Wo ist mein Gürtel? Hier. Toolbelt. Mining Belt. Das hier kann weg. Das hier kann auch weg. Toolbelt habe ich wieder. Sehr gut. So, wir haben 1 Megapascal. Sehr wenig bisher. Die Tanks können ja einige viele Megapascal aushalten. Aber es ist schade, dass wir das nicht in Litern sehen. Wie viele Liter da jetzt drin sind. Schließlich sind das Liquid-Tanks. Nur die Temperatur und der Druck und die Kilomoleküle, aber nicht wie viel Liter.
Vielleicht kann man das irgendwie umrechnen, Kilomoleküle, keine Ahnung, aber. Naja. Auf jeden Fall haben wir da schönes, sauberes, klares, kaltes Wasser. Kaltes, klares Wasser. Im Plusgradbereich. Wobei, wenn hier die Luft reinströmt, dann wird sich das Ganze eh auf 20 Grad erwärmen. Und zumachen und dass hier überhaupt kein Luftaustausch mehr stattfindet, das will ich eigentlich auch nicht. Denn die Sonne heizt hier drin ja dann auf. Und dann wäre hier wahrscheinlich so, dass hier dann zu warm wird. Also hier haben wir 18 Grad und hier haben wir 19 Grad, weil diese Container halt eben kalt werden. Durchs Crushen. So. Meine Lieben, jetzt räume ich hier mal auf. Das ist okay. Wie viel haben wir jetzt? Moment. 2 Megapascal. Gut. Entschuldigung. Jetzt möchte ich da mal noch kurz eben reinschauen. Achso, halt, das brauche ich noch. Wie es jetzt hier aussieht. Einmal aus. Einmal aus. So, wie viel Pascal haben wir? 92 Grad sind hier drin. Ui. 0,4 Pascal. Nur noch O2 und N2. Egal. Der soll das voll absaugen. Temperatur. Junge, Junge. Ach nee, jetzt schon nicht mehr. Am Anzug zeigt er mir schon Nil an. Komisch. Gerade eben hat er mir am Anzug noch irgendwas mit 92 Grad angezeigt. Oder 93. Aber hier zeigt er jetzt schon nichts mehr an. Pascal. Aber X haben wir jetzt eigentlich nicht mehr drin. Jetzt haben wir nur noch O2 und N2 drin. Also. Nee, CO2 ist das, was wir haben wollen. N2 ist auch nicht gut. Naja, also Wasser haben wir jetzt auf jeden Fall. Nee, ich mach mal hier kurz. Da kam das Wasser raus. Sehr gut. Ja, und dann können wir hier mal Wasserleitungen weiter verlegen und dann habe ich die eigentlich noch drin irgendwo. Hier ist nichts. Muss ja hier sein. Was mache ich denn? So. Ah ja, hier 12 Stück haben wir ja noch. Könnte ich theoretisch hier schon mal
die Wasserleitung weiter verlegen. Und dann müssen wir schauen, wie wir das machen. Mit die Dingers da. Hydroponics Tray. Also das Wasser, man kann es nicht draufbauen, man muss es quasi hinbauen und das Wasser dann dran anschließen. Okay. Ja gut, das müssen wir uns mal anschauen. Wie genau das dann funktioniert. So, aber jetzt machen wir erstmal Folgenpause. Ich hole mir mal das Tablet nochmal rein. 0,2 Pascal. Sehr gut. Dann machen wir jetzt so. Das machen wir so. Das pumpt hier rein. Sehr gut. Und hier auch wieder raus. So, das heißt, das läuft noch weiter und dann können wir bald hier anmachen. Dann bleibe ich erstmal hier stehen. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns in der Folgenpause. Oh, ich habe ja noch Kaffee. Ui, ist der kalt. Hunger critical. Oh oh. Okay, Mist, das schaffen wir nicht. Das ist natürlich doof, das blinkt jetzt die ganze Zeit. Hätte ich mal früher machen sollen. Haben wir wirklich gar nichts mehr zum Essen? Ach egal, das schaue ich dann in der nächsten Folge. Wenn wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Station Ears. Dann muss ich mal schauen, ob wir nicht doch noch irgendwo was zu fressen herkriegen. Sonst blinkt das hier die ganze Zeit rum und macht dit. Auch wenn das Wasser ausgeschaltet ist. Naja, es ist Wasser, es ist Essen. Gut, bis dahin, macht's mir gut. Ciao.